Hallo, was machen Sachen? Zeit für ein weiteres Blender-Tutorial. Heute schauen wir uns Texturen an. Wir werden uns die Basics anschauen. Wie mache ich Texturen? Was sind UVs? Wozu nutze ich die? Wie setze ich die ein? Wie kriege ich überhaupt ein Bild bei mir in Blender? All das werden wir uns heute anschauen. Wir werden uns heute, wie gesagt, nur um die Basics kümmern. Wir werden uns nur um Farbe kümmern. Wir werden nur in Blender. Wir werden keine separaten Programme nutzen. Alles Weitere, was dann darauf aufbaut, was ein bisschen komplexer ist, werden wir uns in den späteren Tutorials nochmal anschauen, dass wir hier nicht durcheinander kommen und das Ganze nicht so lange ist und schön einsteigerfreundlich bleiben. So. Das Erste, was sind jetzt eigentlich UVs? Vielleicht hat der eine oder andere das schon mal gehört und weiß damit gar nichts anzufangen. Gerade im 3D-Bereich. UVs ist quasi unser 3D-Objekt, wenn man zum Beispiel hier den Würfel nimmt, auseinandergefaltet in einem 2D-Space. Man hat U und V genommen, um einfach Achsen anzuzeigen. X und Y haben ja schon belegt, das ist ja hier in unserem normalen 3D-Space drin. Man kann ja das nicht doppelt benutzen. Und dann hat man gesagt, okay, man nimmt einfach U und V, weil Gründe, die sind noch frei, die können wir nehmen. Deswegen heißen die UVs, es ist einfach nur eine Bedeutung, dass da zwei Achsen sind, dass es halt ein 2D-Space ist. Und wir können uns das so vorstellen, dass, weil es ja unser 3D-Objekt auf einem 2D-Space angezeigt wird, wie bei einem Schoko-Weihnachtsmann, Schoko-Osterhasen oder ein Osterei oder was weiß ich, wenn also Schokolade mit Folie bezogen ist. Ist die Folie drumherum, ist sie ja bunt und theoretisch erstmal 3D. Wenn wir die auseinanderfalten und schön platt machen, ist die theoretisch in einem 2D-Space. Was ist die 2D? Hat ja nur noch zwei Achsen, weil Form fehlt, ja. Im Prinzip ist genau das, was wir mit dem 3D-Objekt machen. Wir falten unser Objekt auseinander. Je nachdem, wie das Objekt aufgebaut ist und wie komplex das alles ist, wird es immer ein bisschen komplizierter. Wir bleiben aber heute bei den Basics. Wir werden uns nur Basics-Shapes angucken und wie man da bei verschiedenen simplen Formen die UVs macht. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal damit an, wie wir überhaupt eine Farbe da reinkriegen oder überhaupt ein Bild reinbekommen. Dazu mache ich mich jetzt mal klein und setze mich in die Ecke. Wir wollen jetzt erstmal hier in Blender ein Bild reinbekommen. Um das alles zu vereinfachen, machen wir erstmal den Würfel weg und sagen, wir nehmen eine Plane. Dann haben wir hier quasi erstmal ein Blatt liegen. Das ist wunderschön flach. Wir haben nur zwei Achsen, um die wir uns kümmern müssen. Das funktioniert ja wunderbar. So, jetzt wollen wir da erstmal ein Bild drauf kriegen. Dann gehen wir erstmal hier hin, sagen Material. Ein neues Material. Bei Base Color gehen wir auf den gelben Punkt. Sagen wir wollen eine Image Texture, also eine Bildtextur. Und dann kriegen wir ein neues Feld und dann gehen wir bei Open. So, dann wollen wir hier ein Bild reinmachen. Ich gehe einfach mal hier, nehme mir random ein Bild. Und wir sehen schon hier, standardmäßig ist unsere Plane quadratisch. Das hat einen Sinn. Texturen in einem 3D-Raum sind immer quadratisch. Man hat auch nur bestimmten Wert, den man nutzt, sondern immer diese Zweierpotenzen, 2, 4, 8, 16, 32, diese weiter. Und es ist bei modernen 3D-Programmen jetzt nicht mehr ganz so wichtig, aber gerade für die Leute, die mehr in den Games-Bereich gehen würden, solltet ihr unbedingt bei diesen Zweierbereichen bleiben. Ich blende euch hier auch nochmal eine Tabelle ein. Für die Leute in Blender ist es jetzt nicht so wichtig. Hauptsache, das Ding ist quadratisch, wenn man vernünftige Texturen machen kann. Ich zeige euch auch mal kurz, warum. Wir haben ja hier das Quader und das ist genauso wie unsere Textur erstmal 1 zu 1 aufgelegt. Ich mache hier unsere schicke Erdbeere drauf. Ja, nicht wundern, ist noch grau. Wir müssen auch sagen, ja, ich möchte bitte Farbe haben. Die ist wunderbar, genauso wie sie auf unserem Bild ist. Wenn ich hier jetzt aber was Rechteckiges drauf packe, was meint ihr, was passiert? Wir können ja hier erstmal hier etwas Längeres. Das ist ja rechteckig, nicht quadratisch. Packen wir drauf und zack, ist es verzerrt. In Blender jetzt kein Weltuntergang. Dann können wir sagen, okay, wir skalieren das auf diese Achse, dass es passt. Wenn wir nur ein flaches Ding haben, wie jetzt unsere Plane, funktioniert das wunderbar. Für die Leute, die sich mehr für Games interessieren, solltet ihr das möglichst so vermeiden. Versucht wirklich zu schauen, dass eure Dinger nicht gestretched sind. Es kann dann weitere Probleme geben mit Lightmaps etc., aber das ist wirklich nur wichtig für die Leute, die sich um Games kümmern. Und wir werden dazu auch schon bei Zeiten ein passendes Tutorial dafür machen, weil es ist bei Games immer ein bisschen anders, wie man Sachen aufsetzen sollte. So, wir bleiben jetzt aber erstmal simpel, wir bleiben nur bei Blender und da ist es halt
Man kann es hier und da einfach ein bisschen austricksen. So. Okay, jetzt machen wir es ein bisschen komplizierter und der Plan hat es ja halbwegs funktioniert. Wir sagen, wir brauchen jetzt erstmal unseren Cube. So, da ist unser Cube. Wir klicken ihn an und wir gehen, weil wir die UVs bearbeiten möchten, unter UV Editing. So sieht das für mich in Blender 4.0 aus. Das ist schon alles geunwrapped. Also geunwrapped bedeutet schon, es ist auseinandergefaltet. Je nachdem, welche Blender-Version ihr nutzt, kann es sein, dass es für euch anders aussieht. Ich werde das jetzt einfach für mich manuell einfach mal auf Standardversion zurücksetzen, die oft in Blender 3 oder drunter genutzt wird, dass wir da auf einem selben Nenner sind. So sieht es in den meisten Fällen bei den Programmen aus. Das ist nichts geunwrapped. Man hat unseren ganzen Würfel auf eine Plattform gemacht und wir müssen uns selbst jetzt auseinanderdröseln. Wenn ich jetzt hier nämlich das gleiche mache, was ich mit der Plane gemacht habe, dann kriege ich jedes Bild genauso auf jeder einzelnen Fläche angezeigt. Um es einfach mal leichter zu verbildlichen, zeige ich euch das jetzt mal. Wir gehen auch hier wieder auf die Materials. Gucken, wir haben ja hier noch unseren Material drin. So, wenn wir das gemacht haben, haben wir halt wie gesagt jedes Mal unsere Erdbeere mit Mandarine auf jeder einzelnen Fläche. Das wollen wir jetzt vielleicht nicht unbedingt. Wir wollen vielleicht einen Würfel draus machen. Das ist jetzt aber ziemlich unpraktisch. Wie mache ich das? Ich muss den ja auseinanderpacken. Dann gehen wir hin. Gehen hier. Ja, ist ein bisschen, wenn man zwei Faces hat, ist man ein bisschen komisch. Wir gehen hier in den Edit Mode. Da sind wir schon drin. Wir gehen auf die Edge und wir selektieren jetzt die Edges. Wir können die hier markieren. Wir können sagen, okay, wir markieren alles und jede Edge wird ausgeschnitten. Das kann man machen. Dann gehen wir nämlich hier hin, sagen Mark Z. Und wir markieren einen Schnitt. Das kann man so machen. Wenn wir das jetzt alles markieren und sagen Unwrap, dann kriegen wir es auseinandergefaltet. Kann man so machen. Je nachdem, wie man das dann machen möchte, kann man das auch anders machen. Es gibt nämlich ein paar cleverere Wege. Gerade bei komplexeren Sachen kann man so auf diese Art und Weise schnell mal den Überblick verlieren, wo was drankommt. Dann können wir sagen, ich clear erstmal die Seams. Wir schneiden nur bestimmte Stellen. Wir kennen das vom Würfel, wir haben es ja am Anfang gesehen, wie die auseinandergefaltet worden ist. Dann sagen wir, okay, ich schneide hier nur ein paar aus und lasse ein paar zusammenhängen. Alles das, was wir nicht ausschneiden, hängt automatisch aneinander. Und sagen, okay, das und das schneide ich aus, das und das. Man muss dafür, bei Würfeln ist es noch relativ einfach, wie man sowas auseinander friemelt. Bei anderen komplexeren Sachen muss man ein Gefühl für kriegen und einfach mal ein bisschen testen, wie man am besten zu dem Ergebnis kommt, was man möchte. Und sag hier, Maxi. Sage wieder alles markieren, an Unwrap. Generell alles markieren könnt ihr mit A und schon haben wir das hier auseinandergefriemelt. So, der ist jetzt hier nicht ganz in der Mitte, ist mir jetzt aber relativ egal. Je nachdem, wie ihr möchtet, könnt ihr das hin und her packen. Wichtig ist, dass ihr in diesem Bereich bleibt. Es ist nicht schlimm, wenn ihr drüber macht, aber ihr müsst dran denken, wenn ihr hier drüber geht, dieses Bild wiederholt sich einfach unendlich in alle Richtungen. Also es ist halt immer wieder dasselbe Bild. Wird für uns später wichtig, wenn wir uns modulares Arbeiten anschauen. Ich wollte es nur erwähnt haben, wie gesagt, das ist nicht schlimm, wenn es hier ist. Nur dann ist es halt immer mit dem Bemalen für uns ein bisschen komplizierter. Weil, wie gesagt, die Erdbeere ist einfach hier unendlich weiter, immer wieder wiederholend. Das ist unpraktisch. So. Brauchen wir gerade in unserem Moment nicht, weil wir ja unique arbeiten wollen. Sprich, wir wollen das halt separat für jedes Einzelnes anpassen. Generell gibt es einen Unterschied zwischen uniques Arbeiten, wo man halt sich wirklich auf nur eine Sache fokussiert, und modulares Arbeiten, wo man Sachen so aufsetzt, dass man die für verschiedene Sachen nutzen kann. Nicht, dass jetzt jemand sich wundert, was unique und modular ist. Wird in einem anderen Tutorial vielleicht für uns wichtiger, gerade wenn es um Architektur geht, wie man da modular arbeitet, um sich einfach viel Zeit zu sparen und viel, gerade in Games, viel Leistung zu ersparen. So, zu viel geredet, wir wollen da jetzt einen Würfel draus machen. Das funktioniert mit so einer Erdbeere ja relativ wenig. Wie nutze ich das jetzt ganz, um selbst was zu malen? Wir können auch hier, Texture Paint, wir können ja selber malen. Gehen wir mal da drauf, Texture Paint. So, und hier wollen wir jetzt unser eigenes Bild malen. Wir sagen, wir wollen jetzt die Erdbeere nicht mehr haben, wir sagen, wir möchten was Neues haben. Können wir sagen hier, wir schmeißen das erstmal raus
und sagen Neu. Dann Base Color, sagen Image Texture und sagen Neu. Dann machen wir hier Test. Und sagen wir vielleicht, okay, vielleicht nicht unbedingt schwarz, schwarz, sondern wir gehen hier, wir machen es mal blau. Warum auch nicht? Sagt blau und der heißt Test. Wir gehen hier auch noch in den Test. Machen wir ein bisschen auseinander. So. Jetzt haben wir den ja hier auseinandergewürfelt. Jetzt gehen wir hier, suchen wir uns eine Farbe aus. In meinem Fall, ich nehme nochmal ein dunkleres Blau. Hier oben sind die Farbe angezeigt. Nicht, ich habe das am Anfang immer gesucht. Ich habe hier unten irgendwie einen farblichen Kasten gesucht, sondern hier oben wird es auch nochmal angezeigt. So, dann gehe ich auf meinen Pinsel und sage, bop, da, Punkt. Dann ist auch nur da der Punkt. Ich will vielleicht nicht so einen ausgefädelten Pinsel haben, sondern wirklich einen, der, der eine scharfe Kante hat. Dann gehe ich hin auf Falloff. Wir haben hier verschiedene Voreindrücke. Ihr könnt noch ein bisschen rumspielen, euren Spaß haben. Ich nehme jetzt einfach für eine klare Linie. Zack, jetzt habe ich einen Punkt. Der ist mir jetzt vielleicht zu groß für die anderen Punkte. Ich will eine große 1 haben und die anderen Punkte sollen eine andere Größe haben. Ich kann mir das hier einstellen bei den Tools. Ich kann es mir hier oben einstellen. Dann kann ich hier hin und her schieben. Ich kann aber auch sagen, ich tippe hier 20 ein, dann habe ich hier 20. Mach hier eine 2 hin. Dann habe ich hier irgendwo, gucken, wo sie ist, da unten die 2. Gegenüber von der 2 ist die 5. Jetzt weiß ich vielleicht nicht unbedingt, wo die hier ist. Ich kann mir aber eine Hilfe setzen. Ich kann auch hier drauf malen. Da. Je nachdem, wie ihr das nutzt, ist hier aber der Pinsel vielleicht immer ein bisschen anders. Aber ich habe hier schon mal einen Punkt gesetzt. Steuerung Z. Sag, okay, hier muss die 5 hin. Zack, 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 zack. Dann ist hier die 1, hier muss die 6 hin. A ist da oben, kein Problem. Düt, 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 düt. Dann haben wir noch die 3, die fehlt. Die 4, die fehlt. Nicht schön, aber selten. Und schon haben wir hier einen 1er Würfel. Und so könnt ihr wild drauf losmalen, wie ihr möchtet. Das Problem in Blender, anders wie bei Photoshop, haben wir simplerweise erstmal nur ein Layer. Wir können was wegradieren und wir können was hinzeichnen. Mehr können wir nicht machen. Wenn ich mich jetzt hier vermale, kann ich, wenn es geht, auf Steuerung Z zurück machen. Aber ich kann nicht verschiedene Layer machen, wie man das vielleicht in Photoshop kennt. Kann hier und da unpraktisch sein. Wir werden uns im nächsten Tutorial anschauen, wie ich diese ganze Sache rausexportieren kann, dass ich in Photoshop da was malen kann, weil ich vielleicht Layer brauche oder dass ich hier mir nur einen Grundriss quasi male. Aber so könnt ihr erstmal simple Sachen ganz leicht selbst anmalen. Ihr könnt auch sagen, indem ihr sagt bei Falloff, ich möchte einen Falloff drinne haben, dass ihr einen Gradienten reinbekommt. So, dann machen wir das mal so. Dann können wir sagen, whoop. Dann habt ihr hier so einen Gradienten drinne. Wir können auch sagen, die Stärke runter. Für die Leute, die ein Tablet haben, man hat hier auch eine Druckstärke. Ich mache das jetzt halt alles mit der Maus. Tada, wunderschön. Wir haben auch einen Füller, wir haben hier einen Klonstempel und man kann auch ein bisschen verschmieren. Da, 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 da. Jetzt ist es Kunst. Ich habe hier noch, die kann ich noch sehen. Da, jetzt habe ich hier so einen wilden Würfel. Wie gesagt, könnt damit sehr, sehr viel Spaß haben und sehr viel machen. Das ist so die Grundkenntnisse für Texturen und UVs. Wir können das jetzt natürlich steigern, indem wir komplexere Sachen machen. Wir können ja zum Beispiel erstmal selber was reinladen. Ich habe ja mal was vorbereitet. Wir gehen Import, FBX und laden uns selber mal was rein. Was haben wir denn? Was können wir denn nehmen? Ich muss vielleicht auch mal unter 3D erstmal gehen. Wir haben hier zum Beispiel einen Pokéball. Den können wir doch ganz gut nehmen zum Anmalen. So. Okay. So, wir haben jetzt hier einen Pokéball. Der ist jetzt rosa, weil er keine Materialien hat. Sagen, okay, ich packe hier erstmal meinen Test drauf. Und der hat noch keine wirklichen ausgearbeiteten UVs. So, der ist jetzt aber deutlich komplexer wie das, was wir vorher haben. Und wir wollen den jetzt trotzdem anmalen. So, wie ihr seht, die UVs ist komplette Katastrophe. Wir wollen das jetzt einmal auseinanderdröseln und sortieren. Der ist ja schon ein bisschen komplexer wie unser Cube. Am einfachsten geht ihr vor, wenn ihr sagt, okay, ich sortiere mir das jetzt erstmal nach Farben ein. Ich weiß hier oben den Ball, den will ich vielleicht rot machen. Dann gucke ich, okay, hier ist die Kante. Das sollte alles abgetrennt sein, also gehe ich hier mal durch. Markiere mir das alles.
Und ich kann mir einen Ring markieren, indem ich Shift und Alt drücke und dann drauf drücke. Und dann markiert er mir den kompletten Weg. So. Okay, trenne mir oben und unten ab. Und sag hier schon mal Mark 7. Dann wird es auch rot. So. Ich habe hier den Vorteil, dieses Stück, das ist nur reingedrückt. Das muss ich hier nicht rausprügeln. Das ist schon mal ganz gut für mich. Aber vielleicht brauche ich den hier. Den muss ich rausdrümmeln. Oder noch Maxi. So. Jetzt haben wir hier was Rundes. Das ist ja irgendwie komisch. Das lässt sich ganz blöd auseinanderfalten. Wenn ich nämlich sage, ich möchte das hier haben, unwrap, dann habe ich das so. Dann wird das hier komplett verzogen, wie man hier sieht. Das ist ja nicht gerade. Das sollte ja ein halbwegs gerader Streifen sein. Es wird alles so in die Länge gezogen. Das ist nicht so das, wie ich es brauche. Wenn wir jetzt hier was draufmalen würden, kann es sein, je nachdem, was man draufmalt, falsche Richtung, dass es verzieht. Mal wieder ein Stift. Sagen, Radius runter und ja, vielleicht auch eine andere Farbe. Ach, das ist noch der Schmierer. Den wollte ich nicht haben. Okay, nehmen wir jetzt mal, dass wir es besser sehen, hier so ein rosa. Wenn ich hier was drauf male. Zack, zack, zack. Ey. Hallo? Da kann es unter anderen Umständen sein, dadurch, dass es hier. Sieht, es ist hier etwas verzogen. Das ist ja nicht das, was wir wollen. So, das müssen wir auch noch auseinanderschneiden. Okay. Dann habe ich das hier flach von vorne funktioniert. Ja, ganz gut. Das mache ich dann hier auch. Flach von vorne funktioniert immer. Jetzt habe ich hier diese Schleife. Diese Rundung. Das ist schon mal ein bisschen besser. Gehen wir wieder auf UV Editing. Sagen Unwrap. Jetzt habe ich das ja trotzdem immer noch so in einem Ring. Ist ja immer noch nicht das, was ich wollte. Das soll nicht in so einem Ring sein. Das wollen wir möglichst in so einer geraden Schlange haben. Dazu müssen wir hier irgendwo noch einen Schnitt setzen. An für sich schaut man, wenn man so einen Schnitt setzt, der einmal quer durchgeht, dass man den möglichst da setzt, wo man den nicht so stark sieht. Dann sagen wir, okay, vielleicht hier unten. Dann markiere ich mir hier die Länge nach. Das mache ich hier und mache mal hier auf der gleichen Höhe auch. Maxi. Und wir machen das anders. Halbwegs gerade. Ihr werdet immer so eine leichte Kurve bekommen. Ist jetzt für uns nicht weiter schlimm, deutlich besser wie den Ring. Gibt verschiedene Tools, mit denen man das auch stretchen kann. Wie gesagt, für uns jetzt erstmal nicht weiter so schlimm. So kann man relativ gut damit arbeiten. Was haben wir hier auch? Der ist ja auch relativ rund. Wie kriege ich den jetzt am besten? Sag, okay, ich habe hier eh eine Kante. Vielleicht sage ich hier und hier da auch einen Seam rein. Maxim. Und dann habe ich hier auch rundherum. Gut. Und sag Unwrap. Also ich muss alles markieren und dann Unwrap. So. Bei der Kugel muss man immer schauen, je nachdem, was ihr draufmalen möchtet. Wenn es was komplexer und detaillierter ist, solltet ihr so eine Kugel auch nochmal aufteilen. Sprich, vielleicht in eine Hälfte teilen oder in Vierteln. Es kommt da ganz stark drauf an, was ihr am Ende machen möchtet. In unserem Fall ist es so okay, weil wir mit nur einer Farbe arbeiten. Wir wollen jetzt den erstmal nur rot malen. Wenn ihr jetzt hier zum Beispiel Details drauf malen möchtet und die schön scharf aussehen müssen und nicht verzogen sind, solltet ihr den vielleicht halbieren oder gar vierteln. Das ist einfach besser als mit dem Draufzeichnen. Da muss man ein bisschen von Projekt zu Projekt drauf achten, je nachdem, was man machen möchte, ein bisschen drauf achten, wie man was schneidet. Das ist eine reine Übungssache und wie gesagt, kommt halt auch immer drauf Projekt drauf an. Es gibt keine eine für alles Lösung. Es gibt viele Wege, die zum Ziel führen. Ihr müsst den für euch richtigen finden. So, wir haben hier noch viel Platz. Ist jetzt erstmal nicht so schlimm. Den können wir für uns ausnutzen. Wir wollen das ja ausmalen. Sagen wir, okay, wir sortieren das jetzt erstmal ein bisschen vor. Nehmen wir hier. Hier oben dieses Feld, neben dem Feld, dann markiert er alles. Also immer ein Objekt. Sag, okay, das ist jetzt ein Teil, der wird rot oder weiß, je nachdem. Man sieht nicht richtig, ob das oben oder unten ist. Ist jetzt auch erstmal so egal. Und wir nutzen unseren ganzen Platz schön aus.
dass wir ja uns nicht in die Quere kommen mit den Farben, dann haben wir es leichter mit dem Ausmalen. So. Ist jetzt keine optimale Lösung, aber ist jetzt uns erstmal egal, weil wir wollen nur Farbe drauf kriegen, wir sind bei den Basics. Wir wollen jetzt nicht hier unseren UV-Layout optimieren, das ist nicht das Ziel, das vielleicht dann später mal in anderen Tutorials. So. So, wir haben grob alles sortiert. Das sieht auch schon mal ganz gut okay so aus. Dann machen wir jetzt Farbe drauf. Auch wieder Texture Paint. So. Oben rot. Wir nehmen hier rot. Zack, hier oben. Das oben. Sagen Stärke voll. Und dann malen wir das einfach wunderschön rot an. Tada! Na, hier haben wir bestimmt was übersehen. Vielleicht sollten wir auch den Stift ein bisschen größer machen. So. Wenn das rot ist, ist da unten weiß. Zack. Halt. Da. Falsche. Da, das hier ist weiß. Vielleicht nehme ich mir auch wieder den hier mit einer scharfen Kante. Das funktioniert alles ein bisschen besser. So. Das ist weiß. Der Streifen ist schwarz. Zack. Da war wieder einen kleineren Stift. Also ist die Stärke, das wollte ich nicht. Den Radius kleiner haben. Schwarze Streifen. Das Innere ist auch schwarz. Welches davon ist das Innere? Ich glaube, das hier. Ja, hat funktioniert. So, und das Äußere hier, das machen wir vielleicht grau. Da haben wir hier, okay, gehen wir ein bisschen heller. Das Fleisch ein bisschen dunkel. Ich glaube, so ist das okay. Zack, zack. Und zack. Oder wollen wir es vielleicht auch weiß machen? Können wir? Kein Problem, können wir es weiß machen. Da könnt ihr ein bisschen gucken, ein bisschen spielen, wie ihr es haben möchtet. Tada, jetzt ist der Ball angemalt. Und ihr könnt je nachdem, was ihr nehmt, alles schön bunt machen, wie ihr es wollt. Und eure Fantasie sind quasi keine Grenzen gesetzt. Und vergesst immer, das Ganze auch abzuspeichern. So, und dann würde ich sagen, wir haben die Basics durch. Wir wissen, wie wir UVs machen. Wir wissen, was UVs sind. Wir wissen, wie man das Paint-Tool nutzen kann, um Sachen bunt zu machen. Oder wie man auch einfach nur ein Bild reinmacht, das man quasi auf eine Plane packt. Und damit haben wir die Basics für UVs abgeschlossen. So kriegt ihr eure Sachen bunt. Weitere Sachen werden wir uns in weiteren Tutorials anschauen. Wir werden uns, wie gesagt, den modularen Workflow nochmal anschauen. Wir werden uns anschauen, wie man UVs optimiert, gerade für Games. Bei Games ist es halt wichtig, dass viele Sachen so gut wie es geht optimiert sind, da man halt gucken kann, wo man Speicherplatz sparen kann. Und es ist halt überall. Und was man darauf achten muss, wenn man generell Assets für Games macht. Und was es weitere Texturen gibt. Wir werden uns dann demnächst all den modularen Workflow anschauen. Da kommen wir dann auch mehr drauf zu sprechen, wie man eine Roughness, Metallic etc. einsetzt. Aber das dann in weiteren Tutorials. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Ich konnte euch hier schon mal einen kleinen Anschluss geben, wie ihr verschiedene Sachen euch malen könnt. Ich sag, diese Sachen mit nur Farbe sind besonders gut für VTuber, da dort meistens mit einem Toon-Shader gearbeitet wird und ihr braucht nicht viel mehr wie die Base Color. Und dann wünsche ich euch viel Spaß bei weiteren Videos, beim selber basteln. Teilt doch auch ruhig eure Werke und taggt mich auf Instagram, Twitter etc. Unten ist mein Linktree in der Beschreibung, könnt ihr euch alles anschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao!